Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen uns Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Um im Beruf und im Leben erfolgreich zu sein, sind Charisma, ein starkes Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen extrem wichtig. Die gute Nachricht? All diese Fähigkeiten sind nicht genetisch bedingt, sondern erlernbar. Leider werden sie uns in den klassischen Bildungseinrichtungen nicht beigebracht. Die Frage ist also, wie können wir sie lernen und worauf kommt es dabei im Einzelnen an? Die Frage ist also, wie konfiguriere ich mein Mindset neu? Welchen Einfluss hat mein soziales Umfeld auf mich und wie werde ich der perfekte Netzwerker? Wichtige Fragen bei dem spannenden Abenteuer mit Persönlichkeitsentwicklung, ein Digitalunternehmen aufzubauen, und mein heutiger Gast kennt sich damit genau aus. Er ist seit 3 Jahren als Persönlichkeitscoach und Trainer tätig und hat schon unzähligen Menschen und Unternehmen dabei geholfen, ihre Leistung im beruflichen wie privaten Bereich enorm zu steigern. Neben seinem Podcast und YouTube-Kanal erreicht er die Menschen über seine Online-Kurse und One-on-One-Coachings. Außerdem ist der erfolgreiche junge Unternehmer als Keynote-Speaker unterwegs und kooperiert regelmäßig mit anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Szene wie Matthew Mockridge oder Stefan Mehrath. Freut euch auf ein spannendes Interview mit Alexander Wahler. Viel Spaß dabei. Alex, schön, dass du da bist. Wir haben mehrere Versuche schon und Anläufe probiert und heute hat es tatsächlich geklappt. Ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast vom Markenrebell bist. Wie geht's dir? Ja, aber ich freue mich auch. Und erstmal, mir geht's super. Haben ja schon jetzt im Vornherein ein bisschen gequatscht. Ja. Und man, endlich. Das war ja auch eine kleine Vorgeschichte, dass echt 2-3 Mal jedes Mal kurzfristig dazwischen gekommen ist. Ja. Und, na gut, das passiert bei einem ja, voll in Terminkalender und ja, ich freue mich hier zu sein. Also danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Lass uns doch mal einsteigen und damit starten, dass du dich selbst einfach nochmal kurz vorstellst. Wer ist Alexander Wahler privat und was genau machst du beruflich? Wer bin ich privat und was mache ich beruflich? Ich glaube, das ist bei mir recht schwer zu trennen, denn mein Hobby ist in gewisser Weise zum Beruf geworden. Also mein Name ist Alexander Wahler, bin 26 Jahre alt und habe ja, vor 6 Jahren circa habe ich angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, war danach beim Psychologiestudium angefangen, war eine Zeit lang semi-professioneller Musiker und habe eben all das umgesetzt, was ich auf Büchern, Seminaren, Coachings gelernt habe und dachte mir nach 3 Jahren, Mensch, jetzt teil doch mal deine Erfahrung auf YouTube. Du machst es jetzt schon ein paar Jahre, hast ziemlich viele Ziele erreicht, die du dir gesetzt hast und habe dann einfach jeden Tag ein Video auf YouTube hochgeladen und daraus ist dann eine kleine Brand geworden, die jetzt nach 3 Jahren mit einem kleinen Team ausgestattet ist. Wir sind inzwischen 4 Leute und habe mich auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit dem Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen
spezialisiert, weil das so mein Herzensthema ist. Das heißt, ich helfe Leuten, ein erfüllteres Sozialleben zu haben, Selbstvertrauen im Umgang mit anderen Menschen aufzubauen, authentischer zu leben, die richtigen Freunde zu finden, das richtige Umfeld aufzubauen, was sie nicht nur glücklicher und erfüllter, sondern auch erfolgreicher macht. Mhm. Ich würde ganz gerne mal so eintauchen in deine Story. Wie kam es dazu? Also wie hast du so den, oder was war dein Zugang einfach zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung? Gab es so ein Erlebnis vielleicht, wo du gesagt hast, okay, das war so mein Game Changer und das war der Shift quasi in diese Richtung? Mhm. Ja, weiß ich noch ganz genau. Also ich hole ein bisschen weiter aus, wenn das okay ist. Ja, ja, klar. Ich habe 2010 mein Abi gemacht, habe danach meinen Zivildienst gemacht und das ging bis 2011 und interessanterweise war ich dann zum ersten Mal vor einer Situation, wo ich nicht wusste, wohin ich sollte. Und 2011 ging es mir dementsprechend sehr, sehr schlecht. Ich bin in eine ziemliche Depression gerutscht, auch weil ich all meine Freunde gesehen habe, die jetzt auf einmal Karriere machen, studieren, ins Ausland gehen. Manche gingen nach Thailand, manche nach Australien, manche in die USA. Ein guter Freund von mir ist nach L.A. gezogen, um da ein Business aufzumachen. Und das hat mich in eine ziemliche Depression gezogen, weil auf einmal, ja, hatte jetzt auf einmal nicht mehr das größte Selbstvertrauen, mein Freundeskreis war weg und ich wusste nicht wohin. Plus, hier kommt der Knackpunkt, mein 21. Geburtstag kam näher und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich noch Jungfrau, weil ich so schüchtern war. Ich habe mich nicht getraut, auf andere Mädels zuzugehen oder auf andere Leute zuzugehen und habe dann einfach mal, ich glaube, circa anderthalb Monate vor meinem 21. Geburtstag, habe ich mir gesagt, hör mal, das kann nicht sein. Du, mit 21 bist du sogar in den USA volljährig, aber du musst das ändern. Hab das also ganz simpel gegoogelt, so how to pick up chicks, how to meet girls und bin darauf recht schnell in den Bereich von Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Ich habe Tony Robbins entdeckt, habe Trainer wie Brian Tracy entdeckt und verschiedene Beziehungscoaches entdeckt und Coaches für Selbstvertrauen. Und die haben halt gesagt, hör mal, wenn du zu Hause sitzt, passiert nichts. Du musst schon aus deiner Komfortzone raus. Du musst dich schon klare Ziele setzen. Du kannst deine Angst als Kompass nehmen. Da, wo deine größte Angst ist, da ist dein größtes Wachstum. Da dachte ich mir, ach, das wollte ich aber jetzt gar nicht hören. Und habe dann angefangen, auf Mädels zuzugehen, auf neue Leute zuzugehen, bin auf verschiedene Veranstaltungen gegangen und da wurde meine Leidenschaft im Endeffekt dafür geweckt, weil ich gemerkt habe, oh shit, guck mal, auf einmal, ich hab auf einmal ein paar Dates, ich habe auf einmal Selbstvertrauen, ich lerne auf einmal neue Leute kennen, auf einmal kann ich das, sehe ich die Welt anders, weil ich Wissen aus Büchern aufgenommen habe. Und so fing das alles an. Habe mir auch zum großen Ziel gemacht, dann professioneller Musiker zu werden. Also ich spiele Gitarre, seit ich 13 bin, habe angefangen auf YouTube Musikvideos hochzuladen. Also die schwirren immer noch im Internet rum. Mhm. Habe angefangen, Psychologie zu studieren. Und das war so der Knackpunkt. Mhm. Lass uns doch nochmal in die Zeit vor deinem 21. Geburtstag gehen. Was war so dein Mindset? Was war so deine Gedankenwelt? Wenn du sagst, du warst in einer Depression, dann ist das natürlich schon ziemlich heftig, ne? Weil du, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach auch so gesehen hast, wie sich dein Umfeld entwickelt und du das so ein bisschen auch vielleicht mit deiner eigenen Entwicklung verglichen hast. Dann noch das Thema Frauen, ja, bis zum 21. Lebensjahr Jungfrau. Wie war der Alex damals bis zu diesem Punkt? Puh, da muss ich mal kurz zurückdenken, wie war ich denn damals? Also, weil man kann sich ja gar nicht vorstellen. Also ich habe mir jetzt ein paar Videos von dir angeschaut, die echt geil sind auf YouTube. Deinen Channel verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Und deswegen ist es so ein ganz anderes Bild auf einmal, ja, wenn du sagst, hey, okay, Depression kommt bei den Frauen nicht gut rüber. Ich finde, du kommst super cool rüber. Aber was hat dann letztendlich, oder um diese beiden Bilder überhaupt zu verstehen, ja, also was ist passiert? Also wie hast du dich bis zu deinem 21. Lebensjahr so durch dein Leben bewegt? Was waren so deine Gedankengänge? Also ist natürlich in der Retrospektive immer, das ist übrigens eine mega coole Frage, das hat mir noch nie jemand gestellt, finde ich interessant, da muss ich gerade selber mal ein bisschen grübeln, weil in der Retroperspektive ist es natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, weil der Kopf da gerne was verzerrt. Rückblickend würde ich sagen, mir sind zwei Sachen sofort, meine Intuition mir gerade so rausgespuckt. Das eine war, ich würde sagen, ich war noch nicht zum Mann geworden, also ich hatte noch sehr ein junges Mindset, ein kindliches Mindset, fast schon ein, nennen wir es unreifes Mindset, das würde ich sagen, wo ein großer Teil Eigenverantwortung von ist, dass ich eher so ein bisschen dahergedriftet bin. Mhm.
Und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist eher was Positives, eher, dass ich ja nie wirklich Angst hatte, mein eigenes Ding zu machen. Das sind so zwei Sachen, die vielleicht ein bisschen, ja, die zu einer interessanten Mischung geführt haben. Also ich war immer so ein bisschen mehr der Außenseiter in der Jugend, bin auch ein riesiger Metal-Fan gewesen, also bin auch mit langen Haaren rumgelaufen und Bandshirts und sowas. Immer so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht, eher so ein bisschen außerhalb, was eine gute Sache war, dass ich nicht die Angst hatte, mein eigenes Ding zu machen. Und trotzdem war ein noch unreifes Mindset da. Das würde ich sagen, das kam als zweites hoch. Das unreife Mindset, dass ich noch nicht zu 100% Eigenverantwortung über alles übernommen habe, dass ich mir vor bestimmten Problemen oder vor bestimmten Herausforderungen einfach die Augen verschlossen habe und hoffe, es geht so weg. Nur wir wissen alle, wenn du die Augen vor etwas verschließt, es wird nur noch lauter und es wird nur noch schlimmer mit der Zeit. Ja. Das sind so die beiden Sachen, die mir da hochkommen. Ja. Interessante Frage, Mann. Cool. Ja, gab es vielleicht auch noch so gewisse Ursprünge, gibt ja also die Ursache und Wirkung Mechanismus, also Ursache-Wirkung-Mechanismus. Gab es irgendwas in deiner Kindheit, wo du sagst, das hatte tatsächlich Einfluss so auf dein Teenager-Leben so bis zum 21. Lebensjahr? Oh ja. Also auf jeden Fall Mama und Papa. Also ich habe wunderbare Eltern. So, ich hätte mir bessere Eltern nicht wünschen können. Und eine Sache, die ich von meinen Eltern immer gelernt habe, ist halt wirklich, zieh dein eigenes Ding durch. Mhm. Halt, bleib deiner Intuition treu. So, du bist okay, so wie du bist. Wenn dein Herz dir was sagt, geh dahin. Und das habe ich auch von klein auf durchgezogen. Das ist ganz lustig. Das ist eine Geschichte, die mir in der Zeit auch nicht erdacht ist, dass du im Podcast mal erzählst. Du stellst übrigens wirklich coole Fragen. Danke. Die Geschichte erzählt meine Mom total gerne. Ich glaube, da war ich in der zweiten Klasse und habe damals schon Rock und Heavy Metal und sowas gehört und habe gesagt, hör mal, wenn ich 16 bin, dann scherbe ich mir die Haare. Und meine Mom hat gesagt, warum willst du warten? Und ich habe dann wirklich in der zweiten Klasse mit die Haare teilweise rot, teilweise schwarz, teilweise grün gefärbt, hatte wirklich ich weiß nicht, ob die Band kennst, Slayer, hatte von Slayer so eine Halskette. Was in der zweiten Klasse. Und das ist eine Sache, die mich extrem geprägt hat, dass ich ja mein eigenes Ding durchgezogen habe. Das ist so eine Riesensache, ja. Auf jeden Fall. Was jetzt so beiläufig kam, aber was ich super wertvoll finde, ist, warum willst du warten? Ja, also wenn ich 16 bin, dann, ne? Ist ja wieder so eine, und das sind ja eigentlich schon fast so versteckte, wertvolle Botschaften, die so aus deinem Elternhaus, jetzt von deiner Mutter kamen, es sofort zu tun. Ja, ja. Sehr spannend. Sehr spannend. Okay, du hast vorhin auch noch was ganz Spannendes gesagt, so die erste Identifizierung für dich ganz persönlich zu sagen, hey, da war ich noch kein Mann, ja, zu entdecken, dass du Fähigkeiten, aber auch Eigenschaften eines Mannes haben möchtest, um einfach zum Beispiel ganz banal bei der Frauenwelt anzukommen, bei den Mädels irgendwie zu punkten. Ja. Was hat dich letztendlich dann zum Mann werden lassen, weil das Konsumieren von Büchern, Vorträgen und so weiter ist ja eine Geschichte. Aber dann tatsächlich auch diesen Schalter umzulegen, ins Handeln zu kommen und dann zum Mann im wahrsten Sinne des Wortes zu werden. Wie war das? Nimm uns da mal mit in die Story. Würde ich zwei Sachen zu erzählen. Also ich bin von einer Sache sehr überzeugt, dass es nicht etwas ist, was einmal passiert und dann ist es erledigt, sondern es ist wie Zähneputzen oder deine körperliche Fitness. Ja. Du musst ständig daran arbeiten. Es ist ja nicht so, okay, jetzt bin ich ein Mann in meiner Primetime, sondern es ist etwas, worauf du ständig arbeiten musst. Und das ist ja auch das Schöne, je mehr wir daran arbeiten, desto reifer werden wir. Das sehen wir zum Beispiel nehmen wir mal als Beispiel Helmut Schmidt. Großes Vorbild von mir. Wenn du dir ihn angeschaut hast beim Reden, du hast gemerkt, da ist eine enorme Tiefe hinter. Da ist eine enorme Reife hinter. Der Mann hat viel erlebt, hat viel gemacht, durch viele Herausforderungen durchgegangen und du merkst, da ist eine Tiefe hinter. Also einerseits ist etwas, woran du ständig arbeiten solltest und was mit der Zeit sich entwickelt. Das andere ist ein spezifischer Moment und zwar mein allererster Coach, Craig Feilek. Er kommt aus Rochester, New York. Ich habe gestern sogar noch mal mit ihm gequatscht. Und
er hat damals mir den entscheidenden Push gegeben. Er ist inzwischen Mitte 40, mhm. war da Anfang 40 und meinte, Boy, you're gonna become a man now. You're gonna live on your own. You're not gonna live on your parents' money. You're gonna follow this music shit. You're gonna start your own practice. You're gonna make your own money. You're gonna live on your own now. Und das war für mich so, oh Gott. Und ja, auf den Moment blicke ich immer wieder zurück. Wenn der Schubs nicht gewesen wäre, dann wäre das hier alles auch gar nicht entstanden. Also dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich nicht in meiner Band aufs Duo gegangen, dann hätte ich nicht die YouTube-Videos angefangen, dann hätte ich nicht mich für Verkauf und Marketing angefangen zu interessieren. Dann wäre ich nicht auf so viele Seminare gegangen, auf so viele, wäre nicht auf so viele Leute zugegangen. Das wäre alles nicht passiert ohne diesen einen Push. Ja, das glaube ich auch, dass Mentoren einfach super wichtig sind. Und ja, am besten mehr davon, also nicht nur diesen einen oder diese eine, ne, sondern wirklich mehrere Personen, von denen man unterschiedliches lernen kann, die einfach auch perfekte Spiegel sind, ne, also in denen du dich selbst reflektieren kannst. Absolut, ja. Absolut. Und da sagst du aber was Wichtiges, nicht nur einen, denn ein Mentor kann ja nicht alles für dich übernehmen. Zum Beispiel brauchst du ja ein Business, einen Mentor im Business, einen Mentor in deiner Spiritualität, in deinem persönlichen Wachstum, in deiner Fitness, deiner körperlichen Fitness. Das heißt, du kannst ja Mentoren für ganz verschiedene Sachen suchen, dass du zum Beispiel eine bestimmte Fähigkeit lernen möchtest, wie zum Beispiel ein Instrument lernen, eine bestimmte Fähigkeit lernen, eine Sprache lernen, Zeichnen lernen. Wir haben eben noch darüber gesprochen, über Design lernen, dass du ein gewisses Gefühl für Ästhetik bekommst. Also auf jeden Fall, Mentoren müssen sein, unbedingt. Genau, es geht einfach nicht ohne, weil intrinsische Motivation zum einen, autodidaktisches Lernen zum anderen, ne, ist eine Geschichte, so für sich selbst, also indem ich Bücher lese und so weiter. Aber tatsächlich mit Menschen zu interagieren, also die Verbindung auch zu anderen Menschen und von denen zu lernen, finde ich, ist einfach eine ganz wichtiger Faktor für die eigene Selbstentwicklung. Ne? Absolut, ja. Okay, gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Der Alex, der dann zum Mann wurde. Ja, jetzt wollen wir nicht über dein erstes Mal sprechen, aber wann war es denn soweit? Also ich finde das erstmal Respekt so an deiner Offenheit, finde ich sehr stark. Was war letztendlich das erstrebenswerte Bild der Marke Mann? Also hast du gesagt, weil du auch gesagt hast, körperliche Fitness, man sieht das auch in den Videos, wenn man sich heute anguckt, dass du echt gut trainiert bist, also ordentlich durchtrainiert bist. Gehörte das alles dazu, also Inhalt und Ausdruck, also einmal das Mentale und einmal das Formale, also auch diese Wirkung, die du auf Frauen haben wolltest zum Beispiel oder auch für dich haben wolltest? Also ich würde da, also die Motivation Frauen fiel interessanterweise sehr schnell weg, weil wenn du es auch mal ein paar Dates hattest, also merkst du auch, okay, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das merkst du ja recht schnell. Ja. Also die Motivation fiel sehr schnell weg und wurde durch eine andere ersetzt, nämlich die Lust am Lernen, die Lust am Wachstum. Denn ich finde, nichts ist schöner, ich nenne es immer gerne, es ist wie ein mentaler Orgasmus, wenn du einen neuen Aha-Moment hast, oder wenn etwas Klick macht, wenn du merkst, du hattest irgendwo einen Durchbruch, oder wenn du merkst, oh, guck mal, da hatte ich einen blinden Fleck, da hatte ich einen Blindspot, oder plötzlich findest du ein passendes Puzzleteil oder das letzte Puzzleteil, um eine bestimmte Challenge zu besiegen. Diese Liebe kam sehr, sehr schnell. Die Liebe am Lernen, Liebe am Wachstum, und mir macht auch heutzutage nichts weiter Spaß, sei es bei mir selber, sei es bei Freunden zu sehen, sei es bei Klienten zu sehen, dieses Gefühl zu bekommen, wow, guck mal, das, was ich gerade gelernt habe, das, was ich jetzt endlich kann, das konnte ich vor 6 Monaten noch nicht. Da erschien mir das fast schon unmöglich, oder ich bin in der Zeit so sehr gewachsen. Ich habe so eine andere Weltsicht, ich habe so andere Verhaltensweisen, ich habe andere tägliche Routinen. Ich gehe mit Menschen anders um. Ich habe ein größeres Selbstvertrauen. Ich kenne mich selber mehr. Das heißt, das Bewusstsein über meine eigenen Gedanken, meine eigenen Emotionen ist gewachsen. Also ich habe es nie unter dem Aspekt zusammengefasst, wie du gerade gesagt hast, dass die Marke Mann werden, was ich übrigens sehr interessant finde, das so zu nennen, sondern als persönliches Wachstum. Ich finde, nichts erfüllt mehr, denn
was ich von bei mir häufig erlebt habe, das ist vielleicht nicht bei jedem so, ich bin mir sicher, dass es nicht bei jedem so ist, nur mit, ich habe das Gefühl, es gibt keinen Stillstand. Es gibt entweder Wachstum oder du wächst oder du stirbst. Und wenn du nicht wächst, habe ich das Gefühl, du bleibst nicht wirklich im Equilibrium, du bleibst nicht an dem Ort, sondern du rutscht ein wenig zurück. Ich habe gern das Bild von einem matschigen Berg. Nehmen wir an, dein persönlicher Erfolg, deine persönliche Entwicklung ist wie ein Berg, der mit Matsch bedeckt ist, den du hochkletterst. Es ist mal leichter, mal schwieriger und du kommst auch mit der Zeit voran. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Wenn die anderen Leute helfen, könnt ihr euch gegenseitig hochziehen, das macht es einfacher. Wenn du alleine bist, kann es manchmal eine Herausforderung sein. Wenn du einen Mentor hast, kann der dir ein Seil runterwerfen und es fällt dir viel leichter, dich hochzuziehen. Wenn du hingegen stehen bleibst, dann bleibst du nicht einfach da. Dann rutschst du langsam, aber sicher zurück, ohne dass du es merkst. Und plötzlich bist du irgendwann wieder 5 Meter, 10 Meter, 15, 20 Meter zurück und denkst, oh, verdammt, was ist denn jetzt passiert? Und das treibt mich ungemein an, dieses persönliche Wachstum. Ja, und ich glaube, habe ich da noch was zu sagen? Nee, das ist eigentlich das persönliche, also der Satz mittendrin beendet. Ja. Habe ich dann, nee, das war's. Nee, was mich so enorm antreibt. Da würde ich gerne einsteigen, weil, also vorhin hast du gesagt, fand ich super spannend, du hast selbst die Verantwortung übernommen. Und das macht für mich wirklich auch Menschen aus, die erfolgreich sind. Und das haben auch irgendwie alle erfolgreichen Menschen gemein, dass sie nicht die Verantwortung ins Außen abgeben und sagen, was habe ich alles verloren und ich kann nicht erfolgreich sein, weil, ne, oder ich werde erfolgreich sein, wenn, ja, also ich gebe das Thema in die Zukunft, ich gebe es anderen Menschen, ja, ich mache andere dafür verantwortlich, dass es mir heute schlecht geht, ja. Und das, was du gesagt hast, wirklich die Verantwortung selbst zu übernehmen und zu sagen, nur ich bin dafür verantwortlich, ja. Und das erfordert aus meiner Sicht einfach Mut, weil auf der anderen Seite musst du natürlich auch diese Verantwortung tragen, ja, die dann relativ große ist, weil sie ja dein eigenes Leben betrifft, ja. Aber niemand anders wird diesen Erfolg erzeugen können für dich. Ja, ja, das, was du gerade gesagt hast, ist übrigens sehr, sehr, sehr wichtig. Denn wenn du nicht die Verantwortung, wenn du nicht die volle Verantwortung über jeden einzelnen deiner Lebensbereiche übernimmst, dann wirst du in irgendeinem Lebensbereich enorm, enorm zurückfallen. Und sobald du in eine Opferrolle fällst, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, wenn du sagst, ja, der oder die ist verantwortlich oder die Situation ist dafür verantwortlich, dass es mir so geht, dann gibst du jemand anderem die Macht. Denn wer die Schuld hat, der hat auch die Macht, etwas zu ändern. Wenn du jetzt die Schuld zuweist, weißt du damit auch die Verantwortung zu. Hey, das ist meine Schuld, dass ich hier bin. Das ist meine Schuld, dass ich nicht in besserer Form bin. Das ist meine Schuld, dass ich noch nicht Summe X mache. Das ist meine Schuld, dass ich mit 20 noch Jungfrau war. Das ist meine Schuld, dass ich nicht das Selbstvertrauen habe. Das ist meine Schuld, dass ich nicht den Mentor habe, den ich gerne hätte. Denn wenn du das machst, weißt du automatisch der Situation oder der Person, welche die Schuld hat, auch die Verantwortung zu. Wer die Verantwortung hat, der hat dann am Ende des Tages die Macht, etwas zu ändern. Ja, sehr stark. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Jetzt hast du von dem Matschberg erzählt. Finde ich ein schönes Bild einfach dafür. Ich habe zumindest sofort die Vorstellung, okay, irgendwie geht's immer bergauf. Ne? Das fühlt sich ja immer mal ganz so entspannt an. Dann geht's halt ein bisschen langsamer bergauf, aber es geht irgendwie immer bergauf. Ne? Aber so im Real Life ist es ja tatsächlich so, du hast einen Rückschlag und dieser Rückschlag dauert halt auch so eine gewisse Zeit. Ja? Das können mal Wochen oder sogar Monate sein. Für einige Menschen vielleicht sogar Jahre. Also hast du für dich irgendwas entwickelt, wie du diese Talsohlen irgendwie gut aushalten kannst? Also ist es dann eine besondere Zeit der Meditation für dich oder gibt es irgendwelche Methoden, die du anwendest, um dich dahingehend zu motivieren, zu sagen, hey, das Leben besteht nun mal aus Berg- und Talfahrten, es wird wieder aufwärts gehen. Also du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, Meditation. Ich bin großer Fan von Meditation. Ich glaube, ich habe selten einen größeren Gamechanger erlebt. Wenn du einmal anfängst, jeden Tag 10, 20, 30 Minuten zu meditieren und das über ein paar Wochen und Monate durchziehst, du bekommst ein ganz anderes Bewusstsein für dich, ein ganz anderes Bewusstsein für die Welt. Du wirst viel ruhiger, entspannter. Es ist so, als würdest du einen neuen Sinn entwickeln, dass du nicht mehr, wenn auf einmal Wut oder Frustration oder Demotivation oder irgendeine Emotion in dir auftaucht, dass du plötzlich dich mit der Emotion identifizierst und du bemerkst, oh, guck mal, ich bin ein bisschen angepisst. Interessant.
dann kannst du es beobachten, anstatt dich da reinziehen zu lassen. Und allein dieser Schritt, dass du dich davon distanzierst, gibt dir eben diese, wie Eckhart Tolle gerne sagt, die Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Wenn du es lernst, diese Lücke bewusst für dich zu nutzen, dann kannst du deine eigene Reaktion darauf verändern. Das ist eine enorm mächtige Fähigkeit. Aber zurück zu deiner Frage. Ich würde zwei Sachen sagen. Zum einen eine Makroperspektive einnehmen oder wie Nassim Taleb es immer nimmt, das Signal vom Noise trennen. Also separate the signal from the noise. Er vergleicht das gerne mit Aktienhandel. Wenn du in etwas investierst und alle halbe Stunde checkst, wie das Ganze wie ob die Aktie jetzt gefallen ist oder gestiegen ist, dann wirst du wahnsinnig. Denn du siehst nur all den Lärm, du versiehst das Signal nicht mehr. Du siehst all diese kleinen Informationen, die aber, wenn du dann mal rauszoomst, über 6 Monate oder 12 Monate, sich im Endeffekt ausgleichen, vollkommen unwichtig sind. Wenn du weiter rauszoomst, nämlich über 3 Monate, 6 Monate, 10 Monate, 12 Monate, 1,5 Jahre, 2 Jahre, dann kannst du plötzlich ein Signal sehen, dann kannst du plötzlich die Entwicklung sehen und nicht mehr den ganzen Lärm, den du von Tag zu Tag mitbekommst. Das heißt, das eine ist, mich nicht von Tag zu Tag darin kirre zu machen, oh Gott, wie läuft es jetzt heute? Oh nein, jetzt läuft das nicht so gut, oh, da das Problem ist gekommen, oh nein, die Herausforderung ist jetzt, oder jetzt kommt der Rückschlag und hier ist ein Refund oder hier hat die Facebook-Ad-Kampagne nicht funktioniert oder das Video kam nicht gut an oder das habe ich ganz vergessen zu machen. Und da raus zu zoomen und das Ganze über einen längeren Zeitraum zu sehen, über 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate etc. Das wäre das eine. Also Perspektive gewinnen, könnte man auch so schön, auch schön dazu sagen. Und das andere, Freunde. Ja. Ganz klar, Freunde. Also ein ich erinnere mich immer gerne an ein paar Momente aus der Vergangenheit, wo ich vor ich sag mal, größeren Problemen und Herausforderungen stand. Und es ist immer so, dass wenn du alleine dich in diesem Problem befindest, du siehst zum einen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und zum anderen wirst du komplett davon überwältigt. Sobald du dann aber irgendwie mal 1, 2, 3 oder 4 Stunden mit guten Freunden verbringst, lachst, mit ihnen darüber redest, dann gehst du fast schon mit voller Batterie wieder nach Hause und denkst dir, wie habe ich mir darum eigentlich so den Kopf zerbrochen? Du merkst, es ist immer noch eine Herausforderung, nur allein, dass du ein Sicherheitsnetz hinter dir hast, mit guten Freunden, mit denen du Spaß haben kannst, von denen du dir Rat einholen kannst, mit denen du darüber reden kannst, dann gehst du irgendwann nach Hause und sagst, ja, also gut, ist halt eine Herausforderung, aber Mensch, das werde ich schon schaffen. Du fühlst dich auf einmal wieder, befähigt, diese Herausforderung zu meistern. Stark. Würde ich gerne nochmal in den Perspektivwechsel kurz rein, fand ich eine super coole Geschichte und ist auch für mich so ein ganz wichtiges Werkzeug. Kann man das sogar anwenden, wenn es einem richtig gut geht, ja? Also ist jetzt nicht so nur für die Talsohlen, also nur wenn es einem schlecht geht, aber ich finde es einfach eine tolle Selbstreflexion zu sagen, okay, ich skaliere das mal so, wie du gesagt hast, so in die zeitliche Achse, ne? Also ich schaue mir das einfach mal von einer anderen Höhe an, zum einen, aber auch aus einer anderen zeitlichen Perspektive an und vielleicht auch mit dem Kopf eines anderen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Gerade wenn du sagst Freundeskreis, ja, wie würde das meinem Kumpel vielleicht sehen oder meine beste Freundin vielleicht gerade denken oder dergleichen, dass man einfach mal versucht, aus den Augen anderer zu sehen und so auf sich selbst zu fokussieren und zu sagen, okay, was könnten die wohl jetzt meinen, ne? Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil das ist natürlich eine Sache, die funktionieren kann. Hey, was würde denn Marc jetzt denken oder was würde Laura mir jetzt raten? Das kann funktionieren, doch wir sind trotzdem immer noch zu sehr in unseren eigenen Gedankenmustern gefangen. Es ist tausendmal effektiver, wenn du wirklich mit guten Freunden, mit Mentoren, mit Leuten, mit denen du gern darüber redest, klar, und denen das anvertrauen kannst, wenn du mit ihnen darüber redest, sie holen dich aus deinen täglichen Gedankenmustern, die automatisch ablaufen, raus. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal den Moment gehabt, dass wir in irgendeinem Problem, ich habe letzte Woche hier ein Interview fand ich ganz lustig, das erste Werner, mit Knacki Deuser gemacht, dem Gründer von Nightwatch. Und hat er gesagt, weil er ja viele, viele Künstler coacht und begleitet, dass er sagt, ja, es fällt ja immer super leicht, jemandem zu sagen, aber du musst das so machen und so machen. Und dann kommt irgendwann mal ein Freund zu dir und sagt, hör mal, Knacki, warum machst du das eigentlich so? Und dann fragt sich selber, warum mache ich das eigentlich so? Weil einfach die andere Person dich aus deiner Sichtweise so rauszieht,
und dich einmal im Endeffekt dir die Perspektive gibt, den Wald wieder zu sehen und nicht nur in dem Wald verloren sein, denkst dir, ja stimmt, das kann ich ja nicht so machen. Ja. Und dir fallen fast schon die Schuppen von Augen, warum bin ich da denn nicht selber drauf gekommen, das ist so simpel. Ja. Und dann hast du eben dieses Gefühl, was ich meine, du gehst nach Hause wieder und denkst, ja, also, habe ich aber echt aus einem Elefanten gemacht oder, ja komm, das werde ich schon schaffen. Ja. Ja, das Beispiel zeigt gut, wie wichtig Menschen um einen herum sind, ne? Und warum Menschen einfach kaputt gehen, wenn sie in Einsamkeit unterwegs sind. Ne? Und da geht es gar nicht so sehr um Masse, man muss jetzt nicht 100 Leute pflegen, sondern einfach nur, man sagt ja also die 5 wichtigsten, ne? Oder einfach wirklich ausgewählt und selektiv. Ja? Tobi Beck würde sagen, wichtig ist bewohnerfrei. Ja, auf jeden Fall. Ja, also sehr cool, ja, sehr spannend. Ich würde gerne nochmal in dem Moment eintauchen mit dir, wo du gesagt hast, hey, jetzt habe ich mich quasi weitergebildet, weiterentwickelt, ich bin gewachsen und habe erkannt, dass das im Grunde ein kontinuierlicher Prozess ist, der so gesehen nie abgeschlossen ist und wie das Zähneputzen einfach auch immer wieder Touchpoints braucht, ne, dass ich mit diesen Klar. Themen in Kontakt komme und auch ein Reminder habe, ja, also wie viele geile Bücher gibt es da draußen, wie viele coole Seminare kannst du besuchen, aber wie schnell ist das einfach auch wieder vergessen oder geht im Alltagstrott so unter? Oh ja. Wann war so der Moment, wo du gesagt hast, oder vielleicht war es auch ein Prozess, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal auf oder ich starte jetzt damit tatsächlich auch ein Business? Das ist eher ein Prozess gewesen. Also ich habe... Weißt du, womit ich das immer gerne vergleiche? Das ist auch eine schöne Verbildlichung. Du weißt doch, wenn du etwas runterlädst aus dem Internet, du hast so einen Download-Balken oder du siehst, dass die Prozentzahl steigt. Ja. Und so vergleiche ich das immer ganz gerne, dass so im Endeffekt du zu jeder Entscheidung kommst. Mit der Zeit, du sammelst hier noch ein bisschen Motivation, da hast du nochmal den Aspekt, dann sammelst du hier ein bisschen Frust. Oh Mensch, warum mache ich das denn nicht? Warum machst du das denn jetzt endlich nicht endlich? Und irgendwann mit der Zeit von Tag zu Tag summieren sich diese Sachen und irgendwann bist du bei 100% und sagst, fuck it, komm, ich mach's jetzt. Wir alle kennen diesen Moment, wo wir mental wirklich eine Entscheidung treffen, wo wir nicht nur sagen, oh ja, das mache ich jetzt mal, sondern ey, es geht nicht mehr, es muss jetzt gemacht werden. Und so war das mit dem YouTube-Kanal auch. Also ich habe damals einem YouTuber aus den USA, Elliot Hals, ich weiß nicht, ob du den kennst, super Kerl, dem bin ich sehr viel gefolgt. Das ist eigentlich ein Strongman und ein Personal Trainer, der das Strength Camp gegründet hat. Lustigerweise, ein guter Freund von mir arbeitet jetzt sogar für ihn. Das ist super cool zu sehen, wie irgendwie sich mit der Zeit alles wieder connected. Und er hatte einen ganz großen YouTube-Kanal, Strength Camp, wo er eben Rat gibt für Powerlifter, für Kraftsportler etc. Und hat dann irgendwann einen zweiten Kanal gestartet, der hieß, glaube ich, Elliot Said What oder Ask Elliot oder irgendwie sowas. Und da konnten dann Zuschauer einfach Fragen hinschicken und er hat sie beantwortet, weil er eben ein sehr belesener Mensch ist, sehr viel liest, sich sehr viel weiterbildet, eben auch mit sein eigenes Business aufgebaut hatte mit dem Strength Camp, Familienvater, also extrem, extrem viel Erfahrung hat und dann wirklich aus verschiedenen Bereichen, was super ist. Und dann hat er einfach auf Fragen geantwortet hat und er hat jeden Tag ein Video hochgeladen, jeden Tag. Und ich dachte, und das habe ich mir angeguckt und dachte mir, immer wieder kam der Gedanke, das könnte ich doch auch. Also ich habe 3 Jahre ziemlich viel gemacht, ziemlich viel erlebt, das könnte ich doch auch. Ja, vielleicht mache ich das mal. Und das waren so die ersten Anreize. Und dann habe ich auf einmal angefangen, die Idee mit Freunden zu teilen. Und dann sagen Freunde, ja, mach doch. Ja, aber was, wenn es nicht gut ankommt? Ja, dann löscht es halt wieder. Und das war halt dieser schrittweise Prozess, dass eine Idee plötzlich da ist und die Idee ein bisschen fruchtet. Und dann erzählst du auf einmal Freunden, dann googelst du auf einmal How to start a YouTube Channel. Dann denkst du immer, okay, welche Kamera brauche ich denn? Wie mache ich das am besten? Wo nehme ich das auf? Und mit der Zeit füllt sich dieser Download-Balken, bis du an dem Punkt bist, bam, jetzt mache ich's. Und hier kommt auch das Schöne. Wenn du diesen Prozess einmal verstanden hast, dann geht es nur noch um die Geschwindigkeit. Denn im Endeffekt passiert alles im Leben so. Das ist eine schöne Sache, die ich von Dan Kennedy mal gelernt habe. Er hat das in einem seiner Seminare mal gesagt, dass im Endeffekt alles, was wir lernen wollen oder alle Entscheidungen, die wir treffen wollen, passieren genauso. Es ist genau dieser Prozess. Du hast einen Gedanken und dann ist der Gedanke 10 Sekunden da. Und nächste Woche ist er vielleicht schon 1 Minute da. Und im einen Monat ist er vielleicht 3-4 Mal am Tag da. Dann fängst du an, auf einmal mit Freunden darüber zu reden. Und siehe da, nach ein paar Monaten ist es alles, worüber du nachdenken kannst. Und wenn du es, sobald du an dem Punkt bist, wo es alles ist, worüber du nachdenken kannst, dann machst du es.
Und wenn du diesen Prozess verstanden hast, dann geht es nur noch um die Geschwindigkeit. Dann kannst du bewusst deine Geschwindigkeit manipulieren. Mhm. Ich nehme gerne das Bild, wie gesagt, von dem Download-Balken. Und meine Frage ist dann immer, oder mein Fokus ist dann immer, wie kann ich meinen Download-Balken möglichst schnell auf 100% bringen? Ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Antwort eigentlich schon in dir da ist. Du musst sie halt nur erkennen, ne? Und ja. Da hilft natürlich auch Meditation und Selbstreflexion, um einfach diesen Gedanken, der immer wieder auftaucht und sich verstärkt, einfach auch wahrzunehmen, um dem dann auch zu folgen, ne, letztendlich. Absolut, ja. Absolut. Ja, um zweiten Teil der Frage noch zu beantworten, das am Anfang war es nicht der Gedanke eines Business, es war eher der Gedanke, cool, kann nicht schaden, das mal zu machen. So, ich habe unglaublich Angst davor, ich bin nervös davor, vor die Kamera zu gehen. Mhm. Im schlimmsten Fall lösche ich es halt wieder. Also probier es mal aus. Und es war halt auch wieder eine Challenge an mich selber, mal dahin zu gehen, wo ich nervös bin und zu sagen, gut, jetzt machst du mal 30 Tage für jeden Tag ein Video. Und ja, ich hab mich so eingeschissen, dann vor die Kamera mich zu stellen, dass ich wirklich teilweise wieder 3 Stunden gestanden habe, bis ich die Kamera angemacht habe. Was lustigerweise, ich hatte nicht mal eine Kamera. Ich habe, glaube ich, das erste halbe Jahr, das wissen, glaube ich, viele gar nicht, die ersten 6 Monate den YouTube-Kanal mit einer Kamera von einem Freund gefilmt. Also ich hatte nicht mal eine Kamera. Das war richtig oldschool. Mhm. Und ja, es war eine Herausforderung an mich selber und es hat Resonanz bekommen. Also es waren Leute da, die es geschaut haben, die es gefeiert haben, die mir Nachrichten geschrieben haben. Und dann kam immer die Frage, warte mal, du könntest auch damit Geld verdienen. Und wie cool wäre das denn, wenn du 1.000 Euro damit verdienst im Monat? Das war mein Gedanke. Hey, wenn ich 1.000 Euro verdiene, dann habe ich all meine Kosten gedeckt, dann habe ich genug Zeit, um zu lernen, habe ich genug Zeit, um mit Freunden zu verbringen, habe ich genug Zeit, um zu trainieren, genug Zeit, um auf Dates zu gehen, habe genug Zeit, um auf Seminare zu gehen und ich lerne mal was dabei und ich lerne neue Leute kennen. Wie cool ist das denn? Das war so ein Punkt, der dann, ich glaube, ziemlich einen Monat, 2 oder 3 Monate, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann es war, aufkam. Und das war dann der Punkt, wo ich mich auch entschieden habe, gut, jetzt bildest du dich mal in Verkauf weiter, in Marketing weiter und habe dann ganz bescheiden angefangen mit Coachings. Und das war dann ein gradueller Prozess, weil das kennen wir alle, wir erreichen ein Ziel und denken wir, cool, dann lass uns doch mal das nächste Ziel erreichen. Dann das nächste und das nächste und das nächste. Und das sind so jetzt, ja, 3 Jahre jetzt schon. Jesus Christ. Was ist das denn passiert? Habt ihr deshalb auch interessanterweise dann mein Studium abgebrochen, weil ich auf einmal ich mir gedacht habe, ja, wofür? Oh. Ja. Dass ich auch schon mehr als gut von leben kannst auf einmal. Aber vielleicht können wir da nochmal einsteigen. Wie sieht dein heutiges Geschäftsmodell aus? Also welche Produkte hast du gebaut oder Dienstleistungen oder Services? Und wie verteilen sich vielleicht auch so die Einkommensströme in Prozent? Also ist YouTube mit der Reichweite, die du hast, tatsächlich jetzt für dich so monetarisiert in Form von Werbung oder sowas? Nee, gar nicht. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also ja. Da habe ich auch kein Interesse, weil ich persönlich weiß nicht, wie es geht, aber ich könnte kotzen, wenn ich von einem YouTube-Video eine Werbung sehe. Da habe ich nicht wirklich Lust zu. Also monetarisieren auf YouTube bringt gar nichts. Mein Geschäftsmodell ist super, also simpel. Ich biete im Endeffekt 2 Sachen an. Ich habe meine Online-Kurse und ich biete One-on-One-Coachings an, die aktuell glücklicherweise ausverkauft sind. Also irgendwann kam es zu einem Punkt, wo mehr Anfragen da waren, als ich wollte. Mhm. Und ich verkaufe mehrere Online-Kurse, Social to Go, Social for Pro, Social Mastery, das 1x1 Selbstbewusstseins und meine Coachings. Und das verteilt sich so, also die Coachings bringen definitiv ein größeres Einkommen, also einen größeren, wie sagt man das, einen größeren Prozent des Einkommens und sonst die Online-Kurse. Also es ist kein kompliziertes Geschäftsmodell. Es ist, ich sag mal so, ich bin großer Fan von Gary Vaynerchuk und er sagt ja, hey, reiß dir den Arsch auf, hustle, lern deine Kunden kennen, zeig Empathie, dann entwickel ein geiles Produkt, bring das Produkt raus, sorg dafür, dass Leute davon wissen und dann wird es funktionieren. Das sind jetzt so, klar, alles super vereinfacht. Nur im Endeffekt viel komplizierter habe ich es mir nicht gemacht. Also ich habe meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast, habe meine paar Online-Kurse draußen, habe mein Coaching, wo sich Leute bewerben können und that's it. Also es ist jetzt keine super komplizierte Sache. Ja. Und du hast noch ein Angebot für unsere Zuhörer. Fällt mir gerade ein. Genau, also ich habe ein kostenloses Online-Training. Das ist ein Webinar, was circa 90 Minuten dauert, darüber, wie du authentisch dich ausdrückst, jede Person charismatischer in deinen Bann ziehen kannst und dadurch
dir auch den Freundeskreis aufbaust, der dich glücklicher und erfolgreicher macht. Ne? Weil du hast eben schon schön angesprochen, es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen wir kennen, sondern dass es die richtigen sind. Mhm. Und das ist ein Bereich aus meiner Erfahrung, wo viele, viele Leute schon das Zitat gehört haben, ja, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mhm. Doch die wenigsten machen sich wirklich aktiv Gedanken darüber. Mhm. Welche Menschen möchte ich denn in meinem Umfeld haben? Welche Menschen habe ich denn gerade in meinem Umfeld? Wie beeinflusst nämlich? Ist das sehr positiv? Ist das negativ? Verfehlen mir bestimmte Leute? Mhm. Und das ist ein 90-minütiges Online-Training, wo ich dir 3 meiner größten Tipps mitgebe. Und ist vollkommen kostenlos. Genau. Cool. Link können wir in die Beschreibung packen. Ist kein alexanderwahler.com/training ist der Link. Mhm. Genau, kannst du dir einen Termin auswählen und dir das dann anschauen. Super. Verlinkt man in den Shownotes zu dieser Folge. Im Vorgespräch hast du gesagt, du wohnst jetzt in Budapest. Bulgarien. Nee. Genau. In Bulgarien, natürlich. Erzähl mal, wie du da hingekommen bist und warum Bulgarien? Das fand ich eine sehr, sehr schöne Story, das würde ich hier noch teilen. Mhm. Also ich habe mich im März oder April, ich habe mich im Februar aus Köln abgemeldet, bin dann noch einen Monat nach München gezogen zu einem Freund und habe mich dann aus Deutschland komplett abgemeldet. Mhm. Und bin dann erstmal ein bisschen um die Welt gereist, war in Thailand, Südamerika, in Osteuropa und ja, das wollte einfach mal so ein bisschen schauen, wie ist das digitale Nomadenleben? Hab recht schnell gemerkt, ach, ist nichts für mich. Ich brauche schon eine feste Homebase. Also ich bin jemand, ich mag es zu reisen. Aber lass mich anders. Ich mag es irgendwo anders zu sein. Ich mag aber den Prozess des Reisens nicht. Also ich war jetzt am Wochenende in Deutschland für 4 Tage nochmal, weil ich ein paar Sachen erledigen musste. Und so Reisetage, bin ich gar kein Freund von. Ich mag es allerdings woanders zu sein. Und kam dann recht schnell zu der Realisierung, ja, aber ich will eine Homebase haben, wo ich leben kann, wo ich meinen coolen Freundeskreis habe, wo ich alles kenne, wo ich mein eigenes Zuhause habe und dann einmal im Monat vielleicht irgendwo 7 Tage, 10 Tage irgendwo hin und ein bisschen die Welt erkunden. Und lustigerweise habe ich mich in keiner Stadt so wohl gefühlt wie in der Hauptstadt von Bulgarien, in Sofia. Mhm. Es war eigentlich geplant, dass ich hier nur 2 Wochen bleibe. Hatte mir für 2 Wochen eine Airbnb-Wohnung geholt, habe ja auch ein paar Freunde, die hier leben, ein paar gute Freunde aus Deutschland und habe mich am zweiten Tag schon so wohl gefühlt, weil ich wirklich überrascht war von der Lebensqualität. Also es ist Hammer hier, es ist wirklich Hammer. Das Essen ist super. War überrascht von der Freundlichkeit der Leute, von der Offenheit der Leute und bin sowieso Fan von Osteuropa, muss ich dazu sagen. Also da bin ich ein bisschen gebiased und habe mich dann hier so wohl gefühlt, dass ich dachte, komm, dann bleib ich doch mal den ganzen, das war übrigens im Mitte Mai war das, glaube ich, oder Ende Mai. Habe gesagt, komm, dann bleibe ich den ganzen Juni und habe mich dann entschieden, gut, weißt du was, das klingt alles super hier, so es ist steuerlich super, es ist für die Firma super, es ist privat super, ich habe eine super Anbindung, weil ich kann es einfach hier überall aus hinfliegen. Wenn ich irgendwie nach Deutschland will, kriegst du Direktflüge für 20 Euro. Wenn ich irgendwo nach Osteuropa will, kriegst du Direktflüge für 20, 30 Euro. Wenn ich in die USA will oder nach Asien will, kriege ich teilweise Direktflüge, teilweise mit einmal umsteigen. Mhm. Das heißt, Reisen ist kein Ding, die Lebensqualität ist super, das, was du hier für dein Geld bekommst. Die Leute sind cool, ich habe gute Freunde hier. Die Kultur gefällt mir. Ja, und dann bin ich, das klingt jetzt alles so rational, jetzt hätte ich das so alles so rational geschrieben, es war eher ein Gefühl. Ja, ich habe nach 2 Tagen mir gesagt, hör mal, ich weiß nicht, ich kann es dir auch bis heute nicht sagen. Irgendwas hat dieses Land, was unglaublich, ich drücke mal so aus, beruhigend ist. Ich meine, Sofia ist ja zum Beispiel komplett von Bergen umgeben, die Natur hier ist einfach Hammer. Hm. Also du fährst 10 Minuten oder 15 Minuten Auto und bist in der krassesten Natur und wir waren ja auch schon ein paar Mal wandern in den Bergen, also das ist wunderschön. Und es ist irgendetwas, was mir dieses, irgendein Gefühl, was mir diese Stadt gibt, wo ich mich entschieden habe, ja, hier möchte ich bleiben. Und hattest du schon Freunde dort oder war das wirklich so, du fährst hin, willst eigentlich nur anschauen und irgendwie hat es dich dann gefesselt? Nee, also ich hatte schon Freunde hier, auf jeden Fall. Okay. Ist aber auch die Sache, eigentlich fast überall, wo ich hinfliege, kenne ich schon irgendwelche Leute. Mhm. Einfach weil mit der Zeit, du kennst es wahrscheinlich selber, wenn du mal ein bestimmtes Netzwerk hast, ich frage dann einfach, hey, hör mal, ich bin jetzt in Kolumbien oder ich bin jetzt in Kiew. Wer von euch kennt da jemanden oder wen kennst du da? Und dann meistens haben wir nur 2, 3 Kontakte zugeworfen und dann hast du immer direkt mal ein paar Ansprechpartner. Und sobald du einen Ansprechpartner hast, also ich sage jetzt gern,
einen Fuß in der Tür, sobald du einen Fuß in der Tür hast, ist es ganz leicht, dir dann auch einen Freundeskreis aufzubauen. Zum Beispiel, was wir jetzt hier gemacht haben, das habe ich in Köln eine lange Zeit gemacht, dass ich mir 2015 einfach gedacht habe, mit zwei Freunden, Daniel und Leon, wir haben uns Donnerstagabend verabredet. Ich sag mal, wie cool wäre das, wenn wir hier so ein richtiges Wolfsrudel hätten, wenn wir so hier so eine Gruppe von Unternehmern haben, die alle online was machen und jeder hat schon sein eigenes Business. Lass uns doch mal eine Mastermind starten. Wir haben gesagt, gut, pass auf, fangen nächste Woche Donnerstag an. Wir sind drei Leute, jeder von uns kann noch eine Person mitbringen, wo er denkt, das passt rein. Mhm. Und siehe da, wir haben sechs Leute. Und danach, dann zwei Wochen später, waren wir mal zehn Leute und dann haben wir das über ein paar Monate weggemacht und eine Mastermind, wo jeder dann immer ein, zwei Personen mitbringt, wo er glaubt, dass sie in die Gruppe passen. Mhm. So lernst du super schnell neue Leute kennen, so kannst du wirklich jedes deiner Probleme lösen, wenn du, egal für welche Herausforderung du gerade stehst, da sind immer sechs, sieben andere kluge Köpfe da, die dir helfen können. Und das Gleiche ziehe ich gerade in Sofia wieder auf. Und ja, dadurch wird es halt sehr schnell, sehr einfach, auch neue Leute kennenzulernen. Auch nicht eben irgendwelche, sondern die richtigen Leute. Mhm. Und die Mastermind, also wie kommuniziert ihr über die? Ist es eine Facebook-Gruppe oder? Nee, also wir sind ja im Endeffekt Freunde und es ist ja nichts Monetarisiertes. Also wir sind Freunde und achten halt darauf, hey, wir sind ja eh über WhatsApp die ganze Zeit in Kontakt oder wir wohnen ja auch ein paar Minuten voneinander. Einer meiner besten Freunde wohnt halt hier 5 Minuten Fußweg von mir entfernt. Mhm. Ich einfach sagen, hey, alle zwei Wochen machen wir das und cool, wen würdest du mitbringen? Ja, hier den und den passt das, glaubst du, das passt? Ja, cool, bring mit. Und haben wir in Köln so gemacht. Die das in Köln übrigens, glaube ich, immer noch machen. Ganz lustig zu sehen. Also ich bin schon lange aus Köln weg, die machen das immer noch. Das ist richtig cool zu sehen, weil es einfach geil ist. Ja. Und ja, das Gleiche machen wir jetzt hier. Es ist nichts Kompliziertes. Was ich übrigens auch jedem sage, wenn sich jemand fragt, boah, ich habe jetzt nicht den perfekten Freundeskreis, ich möchte gerne, gerade wenn du dir eine eigene Marke aufbaust oder wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, es kann unter Umständen ja schon mal einsam werden. Seien wir ehrlich, wenn du dein eigenes Ding durchziehst und plötzlich merkst, mit meinen Freunden, die alle einen Job haben, was jetzt kein Urteil ist, ist ja nichts Schlimmes dran, aber du hast auf einmal Thematiken im Kopf, mit denen du dich darüber nicht austauschen kannst. Und was ich immer rate, ist ganz einfach, hey, klar, such entweder andere Events oder wenn du keins findest, start dein eigenes Event. Ich meine, es kostet nichts. Mach eine Meetup-Gruppe auf, mach eine Facebook-Gruppe auf und sag, hey, wir treffen uns jeden Mittwoch oder jeden zweiten Donnerstag oder jeden zweiten Sonntag etc. Da und da und lad Leute ein und mit der Zeit wächst das Ganze. Denn glaub mir, wenn du ein Problem hast oder wenn du vor einer Herausforderung stehst, zu 100% gibt es in deiner Stadt, deinem Dorf oder der Gegend, wo immer du bist, mindestens ein, zwei andere Leute, die genau die gleichen Gedanken haben. Und ihr müsst euch nur finden. Also bau doch eine Plattform, was heutzutage ja super einfach ist, wo die Leute auf dich zugehen können. Und ein schönes Beispiel, das ich dafür nehme, ist Daniel Vogler, ein guter Freund von mir, der sehr viel mit Amazon FBA macht. Der hat, glaube ich, in Stuttgart oder Köln, ich weiß es nicht mehr, eine Meetup-Gruppe aufgemacht zu genau dem Thema, weil er einfach Leute kennenlernen wollte, die genau das machen. Und innerhalb von ein, zwei Monaten waren da über 150 Leute drin. Der musste die Gruppe schließen, weil es einfach zu viel war. Dass ich dachte, okay, wenn ich nur zwei, drei kennenlerne, sind bei jedem Meetup auch immer 50 Leute dabei. Ja, und sehr cool. Das ist super einfach. Cooler Tipp. Super, super einfach. Ja, cooler Tipp. Gibt es so ein Passion-Project, an dem du gerade arbeitest oder was du vielleicht im Kopf hast, wo du sagst, hey, das würde ich wahnsinnig gern machen? Oder ein Passion-Project? Boah, ich würde fast schon sagen, zu viele. Also meine eigene Marke ist ein Passion-Project. Mhm. Also das was ich auf YouTube mache, das ist ein Passion Project. Durch Bulgarisch lernen ist ein Passion Project. Ich habe aktuell einen Gymnastiktrainer, also für Handstand, für die ganze Arbeit in den Turnerringen. Da bin ich gerade mega leidenschaftlich dran, das alles zu lernen. Ich schreibe gerade mein erstes Buch, was im Dezember rauskommt. Da bin ich dran. Wie wird's heißen? Darfst du schon sagen? Freunde finden im 21. Jahrhundert. Oh, sehr geil. Sehr gut. Ist genau darauf fokussiert, weil es ist interessant, wenn du dir mal anschaust, wir leben mit mehr und mehr Leuten zusammen auf engerem Raum und trotzdem haben wir mehr und mehr Einsamkeit. Ja. Oder es fällt immer noch vielen Leuten schwer, auf neue Leute zu. Ich meine, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung. Vor 6 Jahren hätte ich es auch nicht gemacht, auf Leute zugehen, aber es fällt vielen Leuten schwer, das Selbstvertrauen aufzubauen oder die Angst zu überwinden, auf neue Leute zuzugehen. Oder vielleicht haben sie auch das Selbstvertrauen, aber wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen. Okay, wie fange ich jetzt überhaupt an, neue Leute kennenzulernen? Auch die richten nicht einfach irgendwelche. Denn es geht nicht darum, irgendwelche Menschen kennenzulernen, sondern die Menschen, mit denen du eine
natürliche Chemie hast. Mhm. Das gefällt mir eben an vielen, das jetzt überhaupt kein Bashing sein soll, aber es gefällt mir an vielen Büchern zu dem Thema nicht, wo sich häufig darauf fokussiert wird, einen Eindruck zu machen. Wie machst du den perfekten ersten Eindruck? Wie kommst du gut rüber? Wie baust du jetzt über Rapport schnell einen coolen Vibe auf? Mhm. Ja, ich habe da einen sehr, sehr anderen Ansatz, denn damit ist es mir auch schon häufig passiert, dass ich an Leute komme, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Wo ich eher den Ansatz habe, hey, lern es, deine Persönlichkeit auszudrücken, also Ausdruck statt Eindruck nenne ich das gerne auch. Da werde ich übrigens auch in dem kostenlosen Online-Training, gehe ich da noch sehr viel tiefer drauf ein. Mhm. Lern es lieber, deine Persönlichkeit authentisch auszudrücken, denn dadurch nimmst du einen Shortcut. Dadurch ziehst du automatisch die Leute an, denen das gefällt und die zu dir passen und stößt automatisch die Menschen ab, die ja eben nicht zu dir passen. Das ist im Endeffekt wie, wenn du eine Marke aufbaust oder wenn du ein Unternehmen aufbaust. Du brauchst ja auch eine gewisse Positionierung, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Mhm. Wenn du versuchst, jedem zu gefallen, ja, schlecht. Dann wirst du halt Starbucks. Dann bist du halt so wischiwaschi. Ja. Jeder geht mal hin, aber keiner ist der Ultra-Fan, der sich dann das Starbucks-Tattoo stechen lässt. Also alle so, ja, gut, ist halt Starbucks. Uhu. Und dass du es lernst, da deine Persönlichkeit auszudrücken, um dann wirklich mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen. Denn jeder von uns hat eine andere Persönlichkeit und das ist auch unsere größte Stärke. Mhm. Finde ich auch echt mutig. Also ich sage immer gerne, so ein Vertical zu bauen. Also wirklich zu sagen, als Unternehmen bin ich so messerscharf und klar in meiner Positionierung und in meinem Markenversprechen, ne? Dass ich halt wirklich so diese Wunschkunden anvisiere, ne? Und das ist genau das, dass man diesen Bauchladen verlässt und einfach sagt, okay, wir machen irgendwie alles, aber irgendwie auch nichts Gutes oder richtig professionell, ja. Schön, ja. Also wenn du dein Buch veröffentlicht hast, können wir gerne nochmal eine Folge machen. Also super spannendes Thema, weil ich glaube auch die Kommunikation, das ist nämlich mein zweites Buch, an dem ich gerade unterwegs bin, cool. Ein ganz wichtiges Thema ist und sie wird sich dramatisch verändern in den nächsten Jahren. Da können wir ja gerne nochmal eine Folge machen, sehr cool. Weißt du, was da auch das interessant ist, wo du das gerade sagst mit, also erstmal mega gerne, würde ich mega darüber freuen. Cool. Das ist eben ein riesen Leidenschaftsthema von mir. Wo du sagst, dass ich die Kommunikation besonders in den nächsten Jahren extrem verändern wird. Weißt du, was auch eine Theorie von mir ist oder wovon ich fest überzeugt bin? Wir sind ja in einer Zeit, wo Technologie uns vieles erleichtert und auch sehr, sehr vieles abnehmen wird in Zukunft. Sei es künstliche Intelligenz, sei es neue Technologien, sei es Automatisierung und dadurch plötzlich mehr Zeit und mehr Möglichkeiten für andere Dinge sind. Und eine Sache, oder sagen wir es so, Maschinen, das Internet, künstliche Intelligenz können uns sehr, sehr viele Dinge abnehmen. Sie können uns eine Sache niemals abnehmen. Und das ist das, was uns menschlich macht. Und ich bin fest überzeugt, dass diese Sachen mehr in den Vordergrund rücken werden. Dass menschliche Fähigkeiten, sei es Kreativität, sei es emotionale Intelligenz, sei es soziale Intelligenz, in Zukunft einen viel, viel größeren Stellenwert haben werden, weil einfach alles, was von einer Maschine übernommen werden kann, auch von einer Maschine übernommen werden wird. Nur soziale Intelligenz, bis wir da sind, bis wir wirklich mal irgendwann eine künstliche Intelligenz haben, die ja auf einmal das für uns regelt, weiß nicht, ob es überhaupt jemals passieren würde oder ob es überhaupt gut wäre. Ich bin der festen Überzeugung, diese menschlichen Aspekte rücken mehr in den Vordergrund. Mhm. Wer das drauf hat, dem steht die Zukunft weit offen. Ja. Ja, sehe ich absolut genau wie du. Ich glaube, wenn, dann wird es eher, also ich glaube, das sind so Science-Fiction-Filme, weißt du, wo dann der Roboter irgendwie Data, ja, auf einmal was fühlen kann. Ja. Ich glaube, das werden wir nie hinkriegen. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel der Forschung. Ich glaube, und da sehe ich halt auch so ein bisschen eine Gefahr, aber das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Ich glaube, es wird ein Merch geben. Das heißt, die Technologie wird die Fähigkeit der Menschen ergänzen. Ja. Ob das jetzt mal ganz weit hergeholt Implantate sind für irgendwas. Ja. Also wieso musst du eine Google-Brille aufsetzen, wenn du das mit einer Kontaktlinse oder einem Implantat im Auge haben kannst oder so, ja. Also, aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist wirklich das Ausprägen von einer eigenen Wertevorstellung, also das wieder viel, viel mehr konzentrieren auf einen selbst, während wir jetzt sehr im Außen sind, ne? Also noch mehr Facebook-Freunde und über uns zu erzählen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer wichtiger werden wird, genau wie du sagst. Wir werden einfach mehr Zeit haben, uns gegenseitig auch Dinge beizubringen. Und ich glaube auch, Persönlichkeitsentwicklung ist eines der wichtigsten Schulfächer, die es irgendwie in der Zukunft braucht.
und hoffentlich geben wird. Ja. Absolut. Stark. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Alex, bevor wir uns ganz verquatschen. Ich finde es cool, macht ja, mega Bock. Also. Ja, geil. Ja. Du, uns hält ja nichts davon ab, einfach noch ein paar Folgen zu machen. Mega gerne. Ich habe noch ein paar schnelle Fragen. Einfach mal so intuitiv aus dem Bauch raus in wenigen Worten, was du dazu sagst. Gerne. Was ist deine Mission? Meine Mission, Menschen mit ihrer inneren Liebe für persönliches Wachstum zu verbinden. Schön. Ein Talent von dir, von dem bisher keiner was weiß. Jetzt bin ich gespannt. Ein Talent von dem bisher keiner was weiß. Puh. Kennst du die Serie Scrubs? Nee. Okay, es ist eine Serie, wo es einen Hauptcharakter gibt, JD. Und er versinkt ständig in Tagträumen. Und es ist immer ganz lustig zu sehen, die Serie schweift dann ab zu den Tagträumen. Und das dauert dann eine Minute, zwei Minuten und dann schweifst du wieder zurück zu der echten Welt und du siehst alle Leute um ihn herum, gucken nur auf ihn, dass er so in die Gegend herausschraubt und in seinem Tagtraum verloren ist. Genauso ist es bei mir. Das passiert mir bestimmt 10, 20 Mal am Tag und manche Freunde lieben es. Manche Freunde, einer zum Beispiel Michael, denkt sich, ach oh, super, JD-Moment. Wo ich dann einfach in irgendeinem Moment löst auf einmal was Kreatives bei mir aus und ich erzähle erstmal eine ein, zwei Minuten Geschichte, die mir durch den Kopf läuft. Und bepisst mich dabei vor Lachen und bin dafür dabei auch nicht ansprechbar. Also du kannst sagen, Alex, ich bin dafür eine Minute weg und manche feiern es. Und ich glaube, Michael feiert es auch, aber denke ich dann, oh, Jesus Christ, wieder ein JD-Moment und wartet dann einfach eine Minute, bis es vorbei ist und dann können wir weitermachen. Das ist eine Sache, die ständig passiert. Und ich überlege mir mal, das wäre auch mal interessant, ob du da vielleicht ein Ders oder auch einer der Zuhörer, wie ich diese Momente auffange, weil da entstehen so lustige Geschichten, die dann aber verloren sind. Und das ärgert mich immer. Ich habe noch keinen Weg gefunden, ja, das einzufangen, weil wenn ich jetzt gerade drin bin, dann denke ich ja nicht daran, das Handy rausholen, das einzusprechen oder das aufzuschreiben. Wenn da jemand eine Idee hat, bitte schreib mir unbedingt eine Mail an alex@alexanderwahler.com. Das wäre super, weil das ist eine Sache, wo ich schon ja, lange dran überlege, wie fange ich diese Momente ein? Denn sobald ich das Handy raushole, ist es ja nicht mehr authentisch. Dann verliere ich diesen Flow. Ja. Das wäre mal interessant. Vielleicht müssen wir dafür einfach eine Technologie entwickeln, die dich aufzeichnet, gedanklich. so eine Drohne, die die ganze Zeit hinterher fliegt und ja, alles aufnimmt, wenn es tags die besten Momente zusammenfinden. Ich bin dir sehr dankbar, dass du in diesem Podcast echt gut durchgehalten hast, ohne JD-Momente. Ja, ich reiß mich zusammen, also immer so. Ja, auf jeden Fall. Cool. Körper und Geist, halte ich fit mit. Was machst du sportlich oder auch ernährungstechnisch? Hast du vielleicht so ein paar Hacks für uns? Meditation, Gymnastik, grüner Smoothie. Ich meditiere jeden Tag. Mhm. Ich trinke enorm gern grüne Smoothies, die unglaublich ekelhaft schmecken. Also ich mag den Geschmack dazwischen, aber ich tue nichts anderes rein als, ich erzähle es auch schon seit Jahren, ich mache es echt seit Jahren nicht anders. Aber super simpel. Ich tue ein, zwei Zitronen rein, tiefgefrorenen Spinat und tiefgefrorenes Brokkoli. Da wird jetzt wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer erstmal das Gesicht verziehen. Ja, so schmeckt es auch. Nur es ist für mich einer der geilsten Hacks. Extrem schnell, extrem viel, extrem einfach, gute Nährstoffe zu mir zu nehmen, ohne dass ich jetzt irgendwie ja ein halbes Kilo Brokkoli da essen muss. Weil du hast immer 200 Gramm Spinat, 200 Gramm Brokkoli, ein, zwei Zitronen. So, das gibt dann irgendwie einen halben bis Liter Flüssigkeit. Und den trinke ich dann entweder in einem weg oder in zwei Sitzungen. Hat damit einen Riesenanteil von Tag zu Tag erledigt und das Meditation, ne? Jeden Tag meditieren, Achtsamkeitsmeditation und das dritte jetzt einfach Sport und aktuell ist eben eine Leidenschaft, all das Gymnastische zu lernen. Also ich hab hier einen Trainer in Bulgarien, mit dem ich sechsmal die Woche trainiere und er hat unter anderem bei Dr. Andrei Ospina gelernt vom Functional Range Control, FRC, bei Christopher Summers, das ist der ehemalige Gymnastiktrainer aus den USA, also das ist einer der absolut Besten, der hat die ganze Arbeit an den Ringen, Handstand, Frontlever, Backlever, etc. Also alles, was mit Turnen und Gymnastik zu tun hat. Und das ist gerade, also da bin ich sehr skill-fokussiert aktuell. Ne? Also Fitnessstudio etc. macht mir keinen Spaß, habe ich lang genug gemacht und deshalb gerade da ich Skills entwickle. Weißt du, meiner Meinung nach das Schönste aus allen Welten ist, du wirst extrem beweglich, extrem beweglich und hast auch volle Kontrolle und ganz wichtig Kraft in jedem Bewegungsradius. Das ist super, super cool. Also du bist ja nicht einfach flexibel, sondern mobil. Du hast auch wirklich Kraft in der kompletten, im kompletten Range of Motion, im kompletten Bewegungsradius. Cool.
Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Das eine Wort, mir werden jetzt zwei eingefallen, ich Menschen weiß. Verbinden. Der Menschenverbinder. Okay. Oh, good, good. I like that. Vielleicht noch der wichtigste Moment oder Rat so in deinem Leben, der so einen großen Einfluss hatte auf dein heutiges Sein? Ich würde sagen, das, was ich heute schon mal erwähnt habe, auf zwei Sachen wieder. Ah, Mensch, einmal so eine Frage stellt, es kommt eine Sache und dann sprudelt das nächste nach und das nächste und das nächste. Also ich würde auf den Rat von meiner Mama zurückgehen. Mhm. Wenn mir, keine Ahnung, ich glaube, als ich 6, 7 Jahre alt war, gegeben. Sie hat mir zwei Ratschläge gegeben, die bis heute in mein Unterbewusstsein wahrscheinlich so eingebrannt sind. Das eine ist eben das, hey, hab keine Angst, dein eigenes Ding durchzuziehen, egal was andere sagen, zieh dein eigenes Ding durch. Was mir enorm dabei geholfen hat, authentisch zu sein, das ist für mich auch, wenn man zu der Frage davor, aber ich sage, das Wort authentisch wäre auch cool. Das ist eine Sache, worauf ich sehr achte, wirklich Authentizität, das ist für mich das A und O. Lügen ist der Teufel, wie Gary Vaynerchuk sagt, lying is the devil, lying is evil. Authentizität bringt dich langfristig immer weiter. Das ist das eine, dein eigenes Ding vollkommen authentisch durchziehen. Und das zweite wäre wirklich, sich nichts gefallen lassen. Mhm. Also auch wenn dann Leute da sind, die dich ärgern, geh Stress aus dem Weg, geh Streit aus dem Weg, es ist unnötig, oder wie meine Mom gesagt hat, so, ey, fang niemals einen Streit an, aber wenn es nicht anders geht, sei du der Größere und beende ihn. Das sind so zwei Ratschläge, die bis heute bei mir drin sind. Das eine, zieh dein eigenes Ding voll authentisch durch, und das andere, lass dich nicht von anderen ärgern, hör nicht auf Leute, die dich ärgern oder mobben wollen oder etc., zieh dein eigenes Ding voll durch. Mhm. Cool. Drei Internetressourcen oder Tools oder Apps, die du verwendest? Ich nutze gar nicht so viele. Ich nutze Audible, das ist eigentlich so das Größte. Ich nutze Meetup, um mit neuen Leuten mich zu connecten. Natürlich die Klassiker, Facebook etc. Ich gucke es mal selber auf mein Handy eben. Was nutze ich denn? Ich nutze gar nicht so viel. Also hast du so eine Produktivitäts-App? Wir nutzen Asana für Projektmanagement. Cool. Boah, ich nutze gar nicht so viele Apps. Also meine Taxi-App wahrscheinlich, die nutze ich von Tag zu Tag sehr viel. Eine Taxi-App. Sonst die Klassiker, Snapchat, Instagram, Facebook, aber ich meine, klar ist halt, weil ich baue meine Brand über Social Media. Das Hauptding ist wirklich Audible, Podcasts natürlich. Oh, wenn ich in einer neuen Stadt bin, TripAdvisor. TripAdvisor immer. Ich liebe TripAdvisor. Du findest Hammer-Restaurants, super coole Touren. Wir haben zum Beispiel hier in Sofia eine super coole Tour, die auch kostenlos ist. Eine Fahrradtour, die irgendwie 4 Stunden ging durch alle Parks in Sofia, was so geil war. Und der Führer von der Tour wusste auch über jedes Monument, jeden Park, jede Ecke mega viel. Wir haben alle paar Minuten angehalten, hat was über erzählt. Seitdem kenne ich die Stadt in- und auswendig. Es war kostenlos, auch darüber gefunden. Oder coole Restaurants, wo ich nie hingegangen wäre ohne die App. Also jetzt hat das nichts mit Produktivität zu tun, aber es ist eine Sache, die ich sehr, sehr viel nutze. Kann man schon auch produktiv nennen. Ne? Bevor du suchst im Internet nach den heißesten Plätzen, hast du die halt in der App. Wirklich vielen Entwicklern etwas nutzen. Ich habe das von so vielen Leuten gehört, die App nicht noch nie aktiv genutzt haben, ist wirklich Meetup. Meetup findest du in deiner Stadt so ziemlich, also ich habe keine Affiliate von ihnen, weil ich jetzt so pushe, so Meetup, Corny. Ne, hab wirklich, in jeder Stadt hast du Meetups zu zig verschiedenen Themen, du hast Events zu zig verschiedenen Themen, und das Coole ist, wenn du zu einem Thema noch kein Event findest, du kannst dein eigenes machen. Und ich meine, ich habe ihm erzählt von Daniel, zum Beispiel, was bei ihm mit dem Amazon FBA super durch die Decke gegangen ist, weil es in der Stadt noch keins gab. Ich kenne Freunde, die in Düsseldorf was gemacht haben, ein guter Freund von mir wohnt in Bangkok, der da eine eigene Meetup-Gruppe gemacht hat für internationale Online-Unternehmer. So, und das ist mega geil, weil da hast du eine Ressource, die ist dir super leicht erlaubt, die es dir super leicht ermöglicht, an dem Ort, in der Stadt, wo du bist, oder auch in einer neuen Stadt bist, einfach mal zu checken, hey, was gibt's hier? Leute kennenzulernen mit ähnlichen Interessen, und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, du musst ja nicht viele Leute kennenlernen, es reicht, wenn du eine Person kennenlernst,
wo es Klick macht, wo ihr euch gut versteht oder wo sich eure Interessen überschneiden oder wo ihr voneinander lernen könnt. Und wenn da ein Meetup ist, wo du weißt, dass 50 Leute da sind, du brauchst nur eine Person kennenlernen. Sei es, dass nur 10 Leute da sind, du brauchst nur eine Person kennenlernen. Ja. Alex, noch drei Personen, die wir hier im Markenrebell Podcast einladen müssen, weil du sie gerne hier hören wollen würdest. Drei Personen, die ich hier gerne hören würde im Markenpodcast. Mhm. Das wäre so, Freunde von, ich würde jetzt Freunde von mir sagen. Oder meinst du jeden generell? Nennen, von dem wir lernen können. Jeden. Da wäre zum einen Leon Stäge, ist ein guter Freund von mir, der vollkommen alles über Mobility macht, über also wirklich sich voll auf den Mobility-Bereich fokussiert, also beweglicher und kräftiger gleichzeitig werden. Also, dass du wirklich komplette Kontrolle in deiner Range of Motion hast. Er ist auch gerade mal 19, also super, super jung, macht das neben seinem Studium. Hat sich dann ein eigenes kleines Business aufgebaut, hat jetzt seine ersten Online-Kurse ausgebracht, gibt seit einem Jahr schon Seminare in dem Bereich, Coachings. Ihn würde ich vorschlagen. Thorsten Kreuz ist ein guter Freund von mir, der auch hier in Sofia wohnt, hat ein großes Online-Unternehmen aufgebaut, schlanker.de. Das ist im Weight Loss, ist glaube ich auch ein 7- oder 8-Finger-Business geworden inzwischen. So, ihn würde ich, wäre mega cool, das muss ich mal jetzt, ich auch schon jetzt nur Freunde nenne. Aber es ist halt so, alle haben eine extrem coole Geschichte. Wäre auch jemand auf Englisch möglich? Können wir ja mal probieren. Also kannst du auf jeden Fall mal nennen, wir können ja mal anfragen. Weil dann würden, ich kann euch auch einfach connecten, also wenn du Bock hast. Ich hab ja, dann würden mir zwei Leute einfallen. Mhm. Zum einen mein Coach, Craig Feilek, der eine extrem geile Story hat, die so viel durchgegangen ist. Peter Sabo ist ein guter Freund von mir aus der Slowakei. Er ist auch gerade mal 19, hat mit 13 Jahren mit Online-Marketing angefangen, macht inzwischen irgendwie zwischen 100 und 150.000 Dollar im Monat. Ja, krass. War auch schon im Forbes Magazine, Entrepreneur Magazine etc. Also das ist super cool. Übrigens, perfektes Beispiel dafür, dass du nur eine Person kennenlernen musst. Wir haben uns bei Tony Robbins Business Mastery kennengelernt, was ja auch ein, ich glaube, 5-Tages-Event war. Mhm. Klar, viele Leute kennengelernt, nur wir haben uns auf Anhieb verstanden. So, wir haben bis heute irgendwie wöchentlich Kontakt, quatschen viel, so, wenn wir mal in der gleichen Stadt sind, treffen wir uns. Haben eine kurze Zeit lang mit dem gleichen Coach zusammengearbeitet. Das ist eben ein perfektes Beispiel. Du brauchst nicht irgendwie 100 Leute auf einem Event kennenlernen, du brauchst nur die eine Person, wo sich eure Interessen überschneiden, wo ihr von lernen könnt und wo ihr euch einfach gut versteht. Boah, da wird mir, ja, Mensch, jetzt fallen natürlich viele ein. Jetzt fallen mir noch Jakob Schillinger, ist ein guter Freund von mir, der hat unter anderem das Social Entrepreneurship One-Dollar Glasses in Burkina Faso in Afrika aufgezogen, hat den Muhammad Ali Award bekommen, wurde beim von Forbes zu den 30 under 30 eingeladen. Wird mir noch einfallen. Ja, die reichen ja schon. Also du kannst mir gerne noch eine Liste schicken per E-Mail. Ich wusste jetzt nicht, ob du einen Leute haben wolltest, die ich kenne oder generell. Gut, ja, das, was spontan kommt, ist immer das Beste. Genau. Hast du also ich kann dich auch gerne connecten. So, ne? Sag's einfach, ja, genau. Wenn ihr dafür interessant findet, dann bin ich mir sicher, die sind doch alle offen dafür, wo ich euch einfach eben in einer E-Mail connecten oder so. Mhm. Genau. Alex, zum Schluss noch dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben. Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben. Finde raus, was dich erfüllt und dann geh 100% all in da rein. Und ich sage ganz bewusst, finde raus, was dich erfüllt, nicht was die Masse als Erfolg definiert. Denn ich persönlich kenne Leute, die ja ihre paar Millionen im Jahr machen, aber ziemlich gestresst sind. Ich kenne auch Leute, die machen ihre paar Millionen im Jahr und sind super happy, weil sie genau das wollen. Ich kenne Leute, die chillen den ganzen Tag, lesen vielleicht mal ein Buch, rauchen sich um 12 Uhr mittags ein Joint, chillen am Strand, chillen irgendwo in Thailand und genießen ihr Leben und sie würden nichts lieber machen. Ich kenne Leute, die sind Musiker und sie lieben es. Sie verdienen nicht viel Geld, aber lieben es, jeden Tag aufzustehen, ihre Gitarre in die Hand zu nehmen und zu zocken. Ich kenne Leute, die ihren Job verlassen haben, weil sie keinen Bock mehr hatten, um jetzt Fitnesstrainer zu werden und gleichzeitig eine Familie nebenbei, zum Beispiel mein Trainer wäre ein perfektes Beispiel dafür und der es liebt. Und da ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du eben, wie Nassim Teil sagt, separate the signal from the noise. Denn gerade
ich sag mal, in der Branche, wo wir uns ein bisschen befinden, sei es jetzt im Online-Marketing, sei es auf Plattformen wie Instagram, Facebook, es werden immer die Highlights gezeigt. Mhm. So sieht Erfolg aus, du musst so viel Geld haben, das Auto, den Fame, die Reichweite, die Follower, du musst jetzt auch Unternehmer werden, du musst genau das machen. Es ist sehr leicht, da reingezogen zu werden und von der eigenen Stimme, die einem eigentlich sagt, was du machen möchtest, sich zu entfernen. Mhm. Und auf diese Stimme kennenzulernen, jeden Tag wieder hin zurückzukehren und eben auf seine eigene Intuition zu hören und da auch wirklich vollkommen, ohne sich zu entschuldigen, diesen Weg zu gehen, das ist für mich absolute Erfüllung. Nice. Das lassen wir genauso stehen. Alex, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Gerne, also mega Spaß gemacht. Ich muss sagen, du stellst richtig coole Fragen. Also danke, dass ich da sein durfte und auch danke an alle, die zugehört haben. Danke euch. Sehr gern. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen freihaus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.